Hey Schatz, du scheinst noch unterwegs zu sein. Wenn du die Nachricht abhörst, bist du hoffentlich gut in unserem neuen Zuhause angekommen. Das meiste von unseren Möbeln sollte bereits an seinem Platz sein und um den Rest kümmern wir uns dann, sobald wir auch da sind. Die Kinder und ich können es kaum erwarten, dich morgen wiederzusehen. Ich hole die Kinder morgen direkt von der Schule ab und dann sind wir etwa 4 Stunden später bei dir. Ich hoffe, du bist nicht zu nervös wegen morgen und kannst diese Nacht gut schlafen. Ich versuche dich später nochmal anzurufen, um dir noch viel Glück für deinen ersten Arbeitstag morgen zu wünschen. Die Kinder und ich freuen uns schon auf morgen. Bis später, wir lieben dich. Hallihallo liebe Leute, ich bin Akumisch21, mal Songs, Let's Plays und Crazy Unterhaltungsvideos. Ja, ich habe mir gedacht, wir brauchen endlich mal wieder ein richtiges, gescheites Horrorspiel. Ich weiß, ich hatte eigentlich ein paar Folgen oder so mit Outlast 2 angefangen, doch Outlast 2 wird mir irgendwie ein bisschen zu blöd und so. Vor allem, ich kam nicht weiter, ich kam da einfach nicht mehr weiter. Ich habe das letzte Mal das wieder probiert gehabt, aber es kam einfach nicht weiter, ja. Es kam einfach nicht wirklich weiter und da habe ich keinen Bock mehr gehabt. Gut, ich wäre vielleicht noch weiter gekommen, klar, aber so her gefällt mir das auch nicht. Ständig draußen spielen und voll dem Schiss haben und alles. Hier ist mal wenigstens drin, mehr eher drinnen. Und da gibt's eher mehr Jumpscares, die gefallen mir besser, auch wenn ich mich da richtig krass erschrecken könnte. Gut. Ihr kennt's noch aus dem Let's Arco Test. Da habe ich das hier angetestet. Ich glaube mit E war das Ganze so. So, und heute, ausgerechnet auch heute. Ausgerechnet heute ist auch mein Dings, wie sagt man? Oh, eine Kerze, gut. Also ausgerechnet heute ist mein einer RAM-Speicher verreckt, also defekt. Auf einmal zack, PC-Fehler, blaues Bild mit dem Fehler, wo der Fehler aufgewiesen wird. Aber ich erst mal gedacht, what the fuck? Da war ich gerade ganz schön, ganz normal in meinem Info 3D-Chat gewesen, privat. Und ja, PC wird neu gestartet durch den Fehler. Es geht wieder zack in Info rein. 2 Minuten später wieder Absturz, Alter. Alter. Diese, wie sagt man? Bürste, ne? Bürste. Bürste oder die Bürste? Ne, Bürste. Die Bürste mit ein paar Brüsten. Alter. Oh Gott. Heute ist auch der letzte Tag, wo ich sturmfrei habe. Morgen Nachmittag oder Abend kommt meine Stiefmutter wieder heim. Und da habe ich mir gedacht, okay. Heute fängst mal wieder richtig mit Let's Plays an und so. Machst ein paar Folgen mehr und alles. Und später muss auf jeden Fall noch hier noch ein bisschen aufräumen. Das sieht aus, ey. Das sieht wirklich schlimm aus in mein Zimmer. Ein paar Umrisse seht ihr, aber mehr auch nichts. Mein Bett habe ich gemacht auf jeden Fall. Das sieht man. Nur dass man auf meinem Bett
Der eine Karton mit den... mit der Wasserkühlung noch da drauf liegt, wo die Wasserkühlung drin ist. Ja, ich habe mir eine Wasserkühlung bestellt und in meinen PC verbaut. Was ist das Ziel hier? Also hier in dem Spiel hier, du brauchst zunächst eine Taschenlampe, okay. Ja, in dem Spiel hier geht es darum, dass wir eine Frau sind. Wir haben eine Familie, einen Mann und glaube zwei Kinder oder so. Und ja. Und er stalkt uns ein Poltergeist sozusagen. Die kann auch was saufen, wenn die will. Ich glaube aber nicht, dass es ein Bier war, oder? Ich habe gerade keinen Durst. Vielleicht später. Alles klar. Ich habe gerade keinen Durst. Vielleicht später. Ich habe gerade keinen Durst. Vielleicht später. Da kannst du auch mal was anderes sagen. Ich habe gerade keinen Durst. Vielleicht später. Alles klar. Ich habe gerade keinen Durst. Vielleicht später. Kann man auch anmachen. Hier kannst du sogar Licht anmachen. Ganz nice. Vor allem, es wird auch wichtig sein, hier Licht anzumachen. Ich weiß zwar schon ungefähr, wie es ausgeht, klar, weil ich Let's Play mir davon angeschaut habe, aber... Oh, wir können Eier mitnehmen, okay. Ich habe mir das zwar bis zum Ende schon angeschaut und ich weiß da, was so abgeht. Wir können sogar eine Pizza mitnehmen, aber... Mir hat das Spiel gefallen, wo ich mir ein, zwei oder sogar drei Let's Plays davon angeschaut habe. Und es sind immer wieder Jumpscares drin, wo man einfach vergessen kann, dass die da sind. Okay, ich würde sagen, wir schauen uns einfach alle Räume an. Vielleicht trigger ich damit irgendwas. Nur ich habe gar kein Spiegelbild. Was? Entweder bin ich ein Vampir oder die Performance der Engine hat es einfach nicht hergegeben. Alles klar. Auch nicht schlecht. Das ist ein typisches Click-Adventure, kann man sagen. Du musst klicken, klicken, klicken. Nur ich mache das nicht mit der Maus, sondern mit E. Auch gruselig, dass man die Toilette anmachen kann. Okay. Ah, hätte ich auch vorher machen können, naja. Okay. Ich habe auch schon mitbekommen beim Let's Plays, dass das Spiel gerne auch abstürzt. Irgendwann ab einem gewissen Zeitpunkt. Kommen wir nicht rein? Okay. Anscheinend abgeschlossen. Hier liegt ein Schlüssel, den nehme ich aber jetzt nicht. Weil ich glaube, ich weiß wieso. Können wir auch noch rein? Mach ich mal Licht an. Hier auch. Gut, gut, gut. So, interessant. Ja, was passiert sonst noch? Bis jetzt eigentlich noch nicht so gruselig. Okay. Jetzt machen wir mein Mikrofon ein bisschen runter.
Ja. Okay. Jetzt hatte ich ja Poltergeist, ne? Dann macht die Türen immer wieder automatisch zu. Finde ich nicht so toll. Aber die Frau weiß ja noch nicht mal, dass noch, die weiß noch gar nicht, dass die ein Geist ist. Das weiß nur ich. Okay. Bis jetzt findet man hier eigentlich noch nicht so viel. Gehen wir mal hier rein. Na, wer bist du? Kannst du nicht besser spielen? Ja gut. Es läuten die Glocken zum jüngsten Gericht. Geile Mucke. Ja, alles klar. Okay, hier können wir auch noch Licht anmachen. Auch wieder eine Toilette. Haben wir schon drin? Nee, da waren wir noch nicht drin. Ich glaube noch nicht. Obwohl, doch, kann sein. Ach, Michi. Junge, Junge, was machst du da? Da denkst du, ach, ist doch kein so großes Haus. Aber dann kommst du doch wieder ein bisschen durcheinander. Oh Mann. Okay, ich glaube, ich war hier schon. Ja. Definitiv. Ja, hier war ich schon. Okay, dann gehen wir mal hier hin. What the fuck? Okay. Nichts Besonderes. Das wird ein langes Let's Play anscheinend, ne? Ja, mal schauen, ne? Mal schauen. Auf jeden Fall, ich möchte mich erschrecken. Und hier ist es auf jeden Fall garantiert, dass man sich erschreckt. Ich meine, wenn... in einem Spiel? Vibrator? What the fuck? Ich möchte mich jetzt zunächst auf meine Karriere konzentrieren. Alles klar. Vielleicht später. Vielleicht später? Nein, danke. Meine Beine zittern auch so schon genug. Nicht jetzt, mein kleiner Freund. What the fuck? What the fuck? Alter. Schneidepuppe oder wie man das nennt. Kann man hier noch aufmachen? Nee. Aber man kann mit viel agieren, das ist schon nicht schlecht. So, ansonsten waren wir, glaube ich, in schon fast alle Räume. Also ja, ach ja, wegen meinen RAM. Ne? Da musste ich den einen extra dann ausbauen. Den einen RAM extra ausbauen. Um einen neuen halt einzubauen. Und ich hatte halt leider nur einen 4 GB RAM. Einen neuen frischen 4 GB. Dem, wo ich es ausbauen musste, waren 8 GB RAM. Ein bisschen blöd. In dem Fall. Naja. So habe ich jetzt eben nicht mehr 16, sondern 12 GB. Aber das geht auch noch.
Aber ich merke schon den Unterschied. CPU 6,8 Prozent. Zeigt mir per OBS an. Okay. Schach, okay. Was denn, mein kleiner Freund, hä? Kleiner Hamster. Ich brauche eine Diskette, um den Computer benutzen zu können. Alter, wir können zocken. Wir können in ein Spiel zocken. Wir können spielen in ein Spiel. Wir können in ein Spiel spielen. Alles klar. Alles klar. War ich hier schon drin? Nee, ich glaube noch nicht. Okay, hier waren wir noch nicht. Das können wir auch benutzen. Eine Taschenlampe. Okay, ist ja schon mal gut. Ich brauche eine Kassette, die ich damit abspielen kann. Ja, Let's Play habe ich mal die Kassette hier gesehen. Aber anscheinend tut die Kassette immer wieder random. Also durch Zufall irgendwo spawnen. Interessant. Ich wie bei Pinewood Drive. Ich habe Pinewood Drive nicht angeschaut, aber... Also nicht gezockt, aber als Let's Play angeschaut. Einmal bei der guten Pandoria. Okay, ja, das kenne ich schon. Das habe ich ja selber schon im Let's Ergo-Test gesehen. Das macht mir jetzt im Prinzip jetzt nicht so große Angst. Denn das kenne ich schon. Vom selber spielen. Vielleicht bin ich gerade nicht so schreckhaft, ich weiß nicht. Okay. Ich weiß, wo eure Kinder schlafen. Ich beobachte euch. Schon lange. Momentan keine Gänsehaut, ich habe keine Ahnung, wieso. Ich habe keine Ahnung, vielleicht kommt es noch. Vielleicht kommt das noch. Mal schauen. Erste Part. Sagen wir, das war der erste Part, der erste Zettel, der erste Part. Ich bin raus, Leute. Und es lädt jetzt. Nur die Ladezeiten, die müssen wir noch ein bisschen verbessern. Definitiv. Nach jedem Zettel, den man gefunden hat, speichert es auch automatisch. Das finde ich gut. Also Leute, ich bin raus. Bis dann. Euer Akumisi 21. Und PS, ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn ja, gebt mir doch ruhig gerne mal einen Daumen nach oben. Das wird mir viel weiterhelfen. Dann weiß ich, dass euch dieses Let's Play gefällt. Und dann weiß ich, dass es in dieser Richtung zum Beispiel so ein Horrorspiel gerne weiter Let's Playen kann. Und zusätzlich will ich noch betonen, ich habe einen Sprachfehler. Ich habe einen Sprachfehler und deswegen kann ich mich auch mal verbabbeln und sowas. Also bitte berücksichtigen, ansonsten bitte berücksichtigen, denn man sollte sich zum Beispiel bei behinderten Menschen oder so nicht unbedingt lustig drüber machen. Gut. Denn soweit bin ich eigentlich ganz okay. Nur durch bestimmte Sachen und alles habe ich zum Beispiel 60%. Also 60% Behindertenausweis, also bei meinem Behindertenausweis steht 60%. Aber soweit geht's mir ganz gut. Sprach nur sprachliche Fehler. Ich höre öfter schlecht und alles. Und ja. Ein bisschen Beinprobleme habe ich ab und zu auch. Also die tun immer wieder ab und zu weh. Egal was ich mache. Also. Das war auch gewesen, als ich schlank war. Beinprobleme habe ich auch schon, als ich schlank war, auch schon gehabt. Also Knieprobleme. Die habe ich auch schon gehabt, als ich schlank war. Nicht, weil ich jetzt fett bin, dass ich jetzt Beinprobleme habe.
Nein, die hatte ich auch, weil ich schon recht schlank war. Also Leute, bin raus. Euer Gummi 21. Yeah!